Hallo liebe YouTuber, willkommen in meinem neuen Video. Und das neue Video, aufgrund dieser wahnsinnigen Aufrufzahlen, das neue Video heißt Vasentrick Teil 7. Ja, 7, Wahnsinn, 7. Und ein Video wurde ja, wie viel, 124.000, 125.000 Mal geguckt. Ich habe mir dann erstmal die Augen gerieben und das angeguckt. Und genau weil das so, ja, so begehrt ist, habe ich mir wieder was ausgedacht und war wieder unterwegs und habe so schöne Sachen dazu gesammelt. Und ihr seht mich schon umgeben mit Blumen für das neue Video. Und selbstverständlich habe ich mich wieder mal passend angezogen. Ja, aber die ganzen Details und ich mache einen Vasentrick mit diesen schönen Materialien. Die ganzen Details und die Anleitung, die bekommt ihr gleich im Video. Deswegen ist es immer gut, dran zu bleiben und die vielen Tipps und Tricks zu erfahren, die ich währenddessen auch erzähle. Aber bevor ich in das neue Video einsteige, zeige ich euch erstmal von dem letzten Video nochmal den Vasentrick Teil 6. Den habe ich nämlich noch hier. Da zeige ich euch mal dieses schöne Ergebnis. Da habe ich eine Vase mit Efeuranken umwickelt. Ja, und dann hier lange Blüten, das lässt sich auch mit kurzen, die habe ich einfach in die Vase eingestellt und ich habe überhaupt nicht so viel Blüten verwendet. Ja, der ist so hoch, dass man den gar nicht sieht. So, ja. Und wie ich das genau gemacht habe und mit Hilfe von, mit Hilfe von Draht. Draht braucht man ganz oft mit einem grünen Wickeldraht. Das zeige ich im Video. Und zu diesem Video zeige ich euch den Link nochmal oben rein. Aber man sieht farblich, heute habe ich ein anderes Thema, deswegen rosa muss jetzt weg, damit das Ganze farblich wieder zu mir passt. Und der neue Vasentrick ist jetzt mit diesen schönen weißen Glasvasen. Einige von euch, sieht man hier diese Blasen? Ja, da zeige ich euch nochmal ein Foto. Diese Vasen, die sind also richtig schön dick. Ja, hier sieht man das auch. Also die gehen nicht so schnell kaputt und die kann man auch mal so anfassen, ohne dass man das Glas in der Hand hat. Diese schöne Vase versende ich übrigens immer noch. Ich habe noch ein paar in der Küche inklusive Porto für 20 Euro. Also 13 Euro die Vase, 7 Euro das Porto. Und dann wird die richtig gut eingepackt und kommt bei euch auch super an. Die ist nicht so riesig. Bewusst, weil dann muss man auch nicht so wahnsinnig viel reinmachen, um eine Vase zu füllen, weil ihr wollt ja nicht immer eine Riesenmasse Blumen. Und da blende ich euch nochmal ein Foto ein von dem Strauß, den wir kürzlich hatten. Der war so groß, da habe ich gedacht, ich glaube, wenn der mal kaputt ist, ist die halbe Biotonne bei denen voll. Aber ist ja nicht das Problem, egal. Und also das ist, da gibt es schon manchmal Größen an Sträußen, das ist echt der Wahnsinn. Aber damit ihr das gut nachmachen könnt, zeige ich das einfach in nachmachbaren Größen. Ist ein guter Begriff, oder? Dazu habe ich Knöterich gesammelt. Knöterich, zeigt dir mal in die Kamera, der hat so eine schöne Maserung. Und Knöterich ist im Unterschied zu Bambus, lässt er sich auch relativ gut schneiden. Und ich brauche jetzt natürlich für meinen neuen Vasentrick, brauche ich Knöterichstücke, die etwa, ja, ich sag mal so bis zu 2,5 Mal so lang sind wie meine Vase. Aber ich brauche eigentlich auch so viele, dass die Vase voll ist. Und um den zu schneiden, muss ich immer ein bisschen Schwung nehmen. Und dann gibt es auch mal ein paar Schläge hier drin, weil die fallen jetzt auf die Erde. Aber ich muss einfach mit dem Messer, ich kann das, diesen Knöterich nicht so gut mit der Gartenschere schneiden, weil wenn ich das mit der Gartenschere mache, das zeige ich euch auch mal, dann
splittert der. Ja, ich zeige das hier mal. Ja, es geht zwar, oh, hier war jetzt ein schöner Schnitt, aber wenn ich den dickeren nehme, ah, hier sieht man super, den habe ich mit der Gartenschere geschnitten und da sieht man, wie der fasert und splittert und es ist überhaupt keine schöne Schnittstelle. Und hier habe ich es jetzt gerade mit dem Messer geschnitten und da sieht das richtig schön sauber aus. Ja, also ich kann das jetzt vor der Kamera nochmal probieren. Ja, man sieht hier, seht ihr, der, oh, das wird nichts, ja, der geht kaputt, ich kann den nur in Stücken, klar, weil die Klinge ist natürlich zu klein für den großen Knöterich. Deswegen, nein, wir nehmen hier ein Messer und dann machen wir so richtig tolle Stücke und dann sieht das auch gut aus. Leider liegen die gleich auf dem Boden. Na, eine kleine Besonderheit, der hat solche Verdickungen wie ein Bambus. Und in diesen Verdickungen kann ich auch nicht schneiden. Das habe ich gerade probiert, das ist natürlich Käse. Ich muss schon dazwischen schneiden. Sonst funktioniert aber das Ganze nicht. Aber ihr seht es, auch ich muss ein bisschen Kraft aufwenden. Ich habe jetzt also aus diesem Knöterich 4 Stücke geschnitten. Aber das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, wie wir hier sehen. Ich gehe noch mal einen großen, einen dicken Knöterich holen. Und noch mal probieren. Ich habe also alle Seitentriebe vom Knöterich abgeschnitten. Aber wenn ihr... Oh cool. Ja, jetzt kann ich ja gerade noch mal... Ich habe hier so ein Reststück. Das nehme ich einfach noch mal zum Füllen. Und so, zack. Und jetzt ist also alles super schön gefüllt. Klasse. Ja, das gefällt mir extrem gut. Ne, einer noch. Einer noch, dann haben wir es. Moment. So, also es ist so ein kleines Puzzlespielchen. Ich komme mir ein bisschen vor wie beim Tetris spielen. Ich weiß nicht, ob ihr Tetris kennt. Da muss man so Klötzchen aufeinander stapeln. Tetris ist eigentlich, so komme ich mir auch jedes Mal vor, wenn ich mein Auto einräume nach dem Großmarkt. Da versuche ich immer wie beim Tetris spielen, das alles so zu machen, dass es gut passt. Ich habe auch hier, da war so eine Verdickung, so eine kleine, und die habe ich einfach auch mit dem Messer abgeschnitten. Ja, gerade einmal schönen Schwung nehmen. Wenn ihr nicht so viel Übung habt im Schneiden mit dem Messer, dann könnt ihr zum einen natürlich auch einfach mal ein Pflaster auf den Finger machen, um den zu schützen. Weil wenn ihr dann mit der Klinge gegen den Daumen kommt, dann ist der nicht gleich sonst aufgeschnitten, was mir früher auch, mein Daumen war auch schon ab und zu angeschnitten. Jetzt kommt es Gott sei Dank sehr selten vor. Also das ist zum Üben schon mal toll. Einfach ein Pflaster drauf und man macht sich nicht so verletzlich. Und dann kann man immer mit Schwung diesen, ja, kann man mit Schwung abschneiden. Und Ich habe jetzt hier versucht, also möglichst, habe das schön parallel gefüllt und habe die ganzen Schnittstellen, also da sieht man, das macht natürlich echt was her, wenn diese Schnittstellen hier so schön geöffnet dem Beobachter angucken. Und das ist jetzt natürlich eine ganz tolle Basis und man sagt ja immer so in etwa sogar ein Drittel Vase, zwei Drittel Blüten ist so ein Verhältnis, von dem wir oft sprechen. Und das sieht jetzt klasse aus. Da gehe ich jetzt erstmal her und mache in meine Vase ein bisschen Wasser rein. Ja, Wasser ist ja schon mal die Grundlage für alles. Das muss ich auch langsam gießen und vorsichtig, weil die Zwischenräume, die müssen sich jetzt erstmal langsam füllen. So, und das ist jetzt eigentlich eine relativ einfache, ja, einfach zu arbeiten ist das Ganze. Ich möchte natürlich dieses Sonnengelb, also mein Gedanke ist für diese Arbeit, ich möchte es gerne in Weiß-Gelb. So, also, ich habe jetzt so viele Zwischenräume und da kann ich jetzt ganz einfach so eine Garmini in diese Zwischenräume, ja, quasi rein, ja, fast klemmen, kann man sagen. Aber wichtig ist natürlich, ich muss schon gucken, dass der Stiel auf jeden Fall im Wasser ist. So. Das ist jetzt schon mal die erste. Dann wollte ich auch sehr gern
was Sommerliches nehmen. Ich wollte gerne eine Kamille reinmachen. Kamille hat ja so zarte Blätter, ja, die Blüten und hat so zarte Blätter. Man sollte auf jeden Fall bei der Kamille ein paar größere Blätter abmachen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten hält die nicht so gut. Die Blätter nehmen, wie bei so vielen Blüten, nehmen dem Kopf Kraft und deswegen immer die Blüten abmachen. Dann, was immer sehr gut ankommt, was immer lässig und sommerlich macht, sind Gräser. Und deswegen würde ich Gräser auch auf jeden Fall reinmachen. Ja, also schöne Gräser könnt ihr auch von der Wiese toll sammeln. Gräser sind immer, immer wunderschön. Ja, das ist jetzt fast ein Tick zu lang. Also immer mit dem Messer nochmal anschneiden. Und jetzt gibt's, ja, jetzt habe ich natürlich noch meine Trickkiste, die ich dann öffnen möchte. Also Nelken machen es auch so fluffig. Und wir brauchen ja auch was. Wir brauchen auch Blumen, die wir so ein bisschen gestuft nach unten, die wir hier einstellen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich da dazwischen komme. So, die Nelke ist zu lang. Ja, also kürzer geht immer, aber zu lang ist natürlich immer schlecht. So, mein Gedanke ist, der Knöterich, der hat ja so schöne Abschnitte. Und ich kann eigentlich auch in dem Knöterich, ich zeige es mal hier nochmal in der Kamera, ich kann die Knöterichabschnitte als Vasen verwenden. Sprich, ich gehe einfach her, mache Wasser in den Knöterich rein. Da muss ich jetzt natürlich ein kleines Gießkännchen nehmen und es ist wahrscheinlich ruckzuck voll. So, zack, genauso ist es. Am besten Geschirrtuch unterlegen. Und hier kann ich jetzt auch so Blüten, die mir mal abgebrochen sind beim Anschneiden, die kann ich jetzt hier einfach in diese Knöterichstücke reinstellen. Ja, hier habe ich jetzt auch noch eine Garmini, die ist mir abgebrochen. Und das ist natürlich eine wunderbare, ja, eine ganz witzige Art. Ich muss es mal kurz zu mir drehen, sorry. Eine ganz witzige Gestaltungsart, wie ich diese Knöterichstücke als eigene Vase verwende. Ich habe das so als Inspiration irgendwie, dachte, es ist eigentlich mal eine super coole Idee. So, wenn ich in der Basis eine größere Blüte habe, das heißt, ich bringe auch ein bisschen Ruhe rein in die Basis. Ja, mir fehlt eigentlich noch was Weißes, vielleicht hier. Und ich würde jetzt gar nicht auf andere Blumensorten greifen, sondern ich bleibe jetzt mal bei meinen Garmini, Nelken. Ich hätte natürlich noch tausende von Blüten hier, aber ich bleibe jetzt bei meinen Blumen, die ich genommen habe. Und ich nehme jetzt Kamille, Garmini, Nelken. Also ich bleibe wirklich bei den Sorten und versuche auch etwas Ruhe reinzubringen in die Arbeiten. Und cool. Also ich kann ja auch zu der Garmini noch mal eine Kamille stecken. Ja, es muss ja nicht nur eins rein. Es ist schön. Es gefällt mir. Das ist eine schöne Arbeit. Das ist wirklich so Puzzlespielen. Anders kann ich das nicht bezeichnen, ja. Und so, jetzt muss ich noch mal zu mir drehen. Und eigentlich hätte ich gern noch was Weißes hier auf der Seite. Fände ich noch schön, wenn da noch was Weißes wäre hier oben, um so eine gewisse Harmonie reinzubringen. Ja, das Schöne ist, wenn die Garmini auch gedrahtet sind, die kann man dann natürlich auch so schön neigen, wie man sie gerne, wie es passt. Und das ist toll. Also ich stelle jetzt mal die Vase hier weg. Die bedrängt mich so. Und man kann immer noch so einen kleinen, ja, Hingucker kann man noch machen mit gelbem Santini hier unten. Und da würde ich die tatsächlich sogar einzeln reinnehmen, weil ich hab gar nicht viel Platz für viele Blumen. Und ich habe wirklich nur Platz für kleine gelbe Santini. Ja, das ist eine Chrysanthemenart, die ich hier so gestaffelt reinmachen kann. Und ich glaube, das ist, ja, mehr
Mehr geht eigentlich gar nicht rein. Mir fehlt noch so was lässiges Grünes fehlt mir noch. Ja, noch so nettes, lässiges Detail. Da suche ich doch jetzt noch mal und nach was Hübschem. Und ja, wir haben ja immer jahreszeitlich passend tolle Sachen da. Und was ich da habe, um noch eine spielerische Note reinzubringen, das ist Hopfen. Also wir sind jetzt wirklich, wir gehen in den Herbst floristisch. So, ich lasse den Hopfen hier ein bisschen hängen. Und dann würde ich noch mal das kann ein Efeublatt sein, das kann ein Galaxblatt sein. Aber es ist ganz schön, wenn hier unten noch mal was Grünes als Abschluss da ist. So als Blatt. Ja, und dann ist es jetzt die Vase, die ich so genommen habe. Ich habe diese knöterig Stangen wirklich reingemacht, so dass alles ganz eng an eng, also da bewegt sich gar nichts mehr. Ich habe zum Teil die knöterig Abschnitte als Vase für sich verwendet, was man auch tatsächlich in ganz vielen Arbeiten machen könnte. Und habe eigentlich nur wenig Grün verwendet und habe doch eine echt interessante Arbeit am Ende jetzt bekommen. Auch wieder mit ganz wenig Blumen. Ja, ich habe verwendet eine Rose, ich habe zwei Nelken, drei Garmini und noch ein bisschen Santini-Hopfen, ein Blatt, ein Gras. Fertig, fertig. Mehr braucht man tatsächlich nicht. Wie gesagt, also die Vase. Der Versand für die Vase, der gilt immer noch. Ja, für diese schöne, dicke Glasvase mit diesen Blasen, die würde ich euch immer noch versenden, auch wenn ihr die als Geschenk für eine Freundin nehmen wollt. Und ihr seht, also auch mit diesem Vasentrick könnt ihr diese Vase ganz lässig und schick füllen. Und das ist jetzt wirklich noch ein richtig sommerlicher Gruß, wo es so langsam in den Herbst geht, habe ich gedacht. Ich bringe noch einmal mit meiner Kleidung und mit den Blumen, die Sonne. Und die Sonne scheint in diesem Gesteck. Und das ist auch schön. Bei mir scheint sie auch immer. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, ganz viel Spaß, ganz viel Kommentare bitte. Und ja, alles Liebe und bis zum nächsten Mal von eurer Margit. Tschüss. Thank you.